gestartet, ja, wo der Kölner Bahnhof zum neuesten Bahnhof, weltbesten Bahnhof wird. Ah, so. Ja. Und das Projekt sieht so aus, dass ja der Bahnhof unter den Dom gelegt wird. So wie in Stuttgart jetzt. Also ja, soll. Der soll unter den Dom gelegt werden. Ja, das ist schon diskutiert und beschlossen. Ja, da gab es schon Volksabstimmungen. Ach. Und der Dom muss dann natürlich endlich mal aus dem Schatten des Bahnhofs rauskommen und aus dem wahnsinnig Fläche für viele Arbeitsplätze gesorgt, Wohnungen, Parks, viel schöner als diese alte Halle hier. Ne? Ist unbedingt renovierungsbedürftig, kann viel mehr Verkehr durchfließen. Ja, das ist wahr, das stimmt. Ne? Und dann, dafür deswegen wird die Bahn jetzt, der Bahnhof unter dem Dom durchgelegt. Vor allen Dingen, das kostet die Kölner alles nichts. Also, weil diese ganzen Bauflächen, sehen Sie die Nummern da, das sind die Bauflächen, die dann entstehen würden. Alles schon vergeben. Da reißen sich die Investoren drum. Sie glauben es nicht. Das wird noch ein Plusgeschäft für die Kölner. Wir verdienen noch daran. Hier eine Information der Deutschen Bahn. Was sehen Sie jetzt schon eine Information der Deutschen Bahn? Weil dadurch, dass der unter Druck gelegt wird, vorgestern beschlossen, er hat über Stuttgart mit den Verträgen nicht schon lange. Aber es wird den Kölnern nicht kosten, weil durch das freiwillige Bahngelände entstehen Bauflächen. Und Krisen kosten auch die Kölner nicht. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche hier wieder stehen, damit endlich die Kölner Bürger gut informiert sind über das Projekt und nicht immer so ablehnen. Geht. Durch den Fall werden die Gelände dann 11.000 Euro stehen können. Und der Eppenheim-Eschborn hat auch schon welche aufgekauft. Und es ist ein Geschenk der Deutschen Bahn für die Kölner Bürger, um endlich wieder Zukunft zu haben. 17.000 neue Arbeitsplätze werden entstehen. Wie der Bahnhof soll? Unter den Kölner Dom gelegt werden. Hier ist das Modell, wo stehen wir? Hier ist das Modell, das wir uns gerne anschauen, wie das aussieht. Zum Kotzen, was hier bei uns passiert. Wir sind doch nur noch eine Bananenrepublik. Ja? Ja, ja. Oder es könnte auch sein, dass sie doch erst noch die U-Bahn fertig machen müssen. Ja, die U-Bahn, die gilt zuvor. Aber sie glauben nicht, noch nicht ausgeschrieben und schon Angebote. Da reißen sich die Bauherren drum. Weil wer sowas macht, ne, Bahnhof unterm Dom durch, der ist weltweit gefragt als Bauherr. Ja. Die können sich nicht mehr retten vor Aufträgen. Ja.